Metal Leute, Zeppelin hier. Heute geht's mal darum, dass fucking Xbox einfach gerade Selbstmord begangen hat. Sie haben einfach gerade fucking Selbstmord begangen. Und zwar für die, die es hoffentlich nicht mitbekommen haben. Microsoft hatte die grandiose Idee, den fucking nochmal Preis des Xbox Live Goldpasses zu verdoppeln. Heißt, ihr kriegt jetzt für 60 Euro nicht mehr ein Jahr an fucking nochmal Online-Mitgliedschaft, sondern nur noch ein halbes Jahr. So, es ist schon allgemein dumm, dass man dafür bezahlen muss, online spielen zu können, ne? Das ist ja schon an sich eine richtig fucking blöde Idee. So, und dann verdoppelt man auch diesen Preis. So, es ist einfach nur noch ein fucking größerer irgendwie Ansporn auf fucking PC oder auf die fucking Sony-Seite zu wechseln. So, Die haben keine guten Exclusives, so. Die haben keinen fucking irgendwie gute fucking High-End-Konsole, die tausendmal besser ist als fucking nochmal das von Sony. Das Einzige, was wirklich in ihrem Vorteil ist, ist aktuell einfach der fucking nochmal Dev-Modus, den du für 20 Euro freischalten kannst, wo du irgendwie alte Spiele doch emulieren kannst. Das ist der eine Vorteil, den die Scheiße hat. Das ist jetzt nicht wert, so für das Geld, was du für eine Xbox Series X und irgendwie 2 Jahre Game Pass jetzt ausgeben musst. Für das Geld kannst du dir einfach einen fucking PC kaufen. Das ist traurig. Du kannst einfach einen fucking PC kriegen, der nicht nur das kann, was die Xbox kann, der kann sogar alles noch drüber. Der kann Photoshop, der kann dies, der kann das, der kann jenes. Aber trotzdem ist es einfach so fucking nochmal geistig behindert von fucking Microsoft. Nee, kauft trotzdem die Xbox. Wir ziehen euch zwar nur fucking nochmal ab, so also unser einziges gutes Angebot ist der fucking Game Pass und der ist auch irgendwie, naja, der hat auch, kriegt auch wahrscheinlich bald irgendwie Revanche von fucking nochmal Sony. Die verlieren ihren fucking Boden, die nehmen einfach die L's, fucking nochmal schlucken sie. Was ist falsch mit dir, Microsoft? Gott verdammt, ich verstehe nicht, wie man so geistig behindert sein kann. Wollt ihr einfach nur euren fucking nochmal Investoren einen Circle jerken oder seid ihr einfach nur auf den Kopf gefallen als Kinder? Oder ich verstehe einfach nur die fucking Welt nicht mehr. Keine Ahnung, Microsoft ist behindert, denkt dran. Der abonniert mich, disliked mich, entweder die Glocke, bleibt toxisch und jetzt. Und auf einmal rasen ihr Hurensöhne.